Sie können mit WAVI Profi 3 selbstverständlich auch Nachbestellungen tätigen. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Wege zur Verfügung, einmal die manuelle, einmal die automatische, einmal das Ergänzen, Bearbeiten von bestehenden Bestellungen und so weiter und so fort. In diesem Beispiel gehen wir einfach mal die Situationen durch. Und zwar, Sie können aus dem Artikelstamm heraus, das ist jetzt die manuelle Variante, auf einen Artikel Ihrer Wahl klicken und wählen dann die Toolbox an. Nun sagen Sie, Sie wollen diesen Artikel in einer Bestellung vormerken. Sie klicken auf den Artikel und dann sagen Sie, wie viele Verpackungseinheiten Sie bestellen wollen. Die Zahl dahinter ist die Multiplikation der Verpackungseinheit mit dem Inhalt der Verpackungseinheit. Wenn Sie im Artikelstamm 500 eingegeben haben und Sie wählen hier 1, kommt hier hinten 500 raus. Sagen Sie, ich will 2 Verpackungseinheiten haben, wird dementsprechend 2 mal den Inhalt der Verpackungseinheit multipliziert, also sprich 1000. Okay, ich sage jetzt einfach mal, davon will ich 2 haben. Beim Anlegen oder beim Bestellen von Artikeln haben Sie die Möglichkeit, Zusatztexte mit zu hinterlegen. Warum? Ganz einfach. Hier können Sie Ihre Artikel nachbestellen, weil der Kunde Meier vor Ihnen steht und sagt, du, ich brauche von dem Musterartikel brauche ich schnell 2 Stück. Kannst du mir die bestellen, lieber Chef? Jetzt können Sie sagen, ja, kann ich da machen. Gehen Sie rein, machen eine manuelle Bestellung und dann könnten Sie sagen, ich hinterlege einen Zusatztext für Meier. Ne? Ist doch wurscht. So, das kann ich mir jetzt speichern. Oder Sie können sich hier Textbausteine, die Sie im Vorfeld schon definiert haben, rein importieren, wie auch immer. Ich sage einfach okay. So, nun haben Sie diesen Artikel in einer Bestellung vorgemerkt, dass wenn Sie beim Lieferanten nachbestellen, der Artikel schon mit drin ist, dann können Sie es nicht vergessen. Und es geht wirklich innerhalb von Sekunden. Machen wir das nächste Beispiel. Auch diesen Artikel will ich in der Bestellung vormerken. Davon will ich 5 haben. So. Und wir nehmen jetzt mal unsere pinke Schrauben. Und da sage ich, den will ich auch haben. Beachten Sie bitte, dass wir hier als Verpackungseinheit 500 haben. Bestellung vormerken. Und wenn ich hier 2 wähle, dann habe ich 1000 Stück. So, jetzt kann ich sagen, bestellen. Einen Zusatztext will ich hier an dieser Stelle nicht haben. Und nun können wir uns die vorgemerkten Bestellungen total simpel ansehen. Und zwar hier bei Waren bestellen. Alternativ geht natürlich auch außerhalb des Artikelstamms, wenn Sie hier auf Nachbestellungen klicken. Geht natürlich genauso. Okay? Also, ich sage jetzt mal Waren bestellen. Und nun sehen Sie Ihre vorgemerkten Bestellungen, die Sie an dieser Stelle ergänzen können. Dazu klicken Sie auf eine bestehende Bestellung, die eine ID trägt, also eine fortlaufende ID für die internen Bestellnummern. Das ist also rein für Sie selber. Nun kann ich sagen, ich will diese Bestellung ergänzen. Auffällig ist an dieser Stelle, dass in diesen neuen Fensterchen Sie links oben eine Auswahl der bestehenden Lieferanten haben, aber diese ist deaktiviert. Warum? Weil es ja Sinn macht. Sie sagen ja, ich will eine bestehende Bestellung ergänzen. In einer bestehenden Bestellung ist der Lieferant klar und schon im Vorfeld definiert. Somit müssen Sie ihn hier nicht nochmal auswählen. Also ist schon gut durchdacht. So, nun können Sie sagen, was wollen Sie denn sehen? Alle Artikel des Lieferanten oder Sie wollen sehen Artikel, bei denen der aktuelle Bestand kleiner oder gleich dem Mindestbestand ist. Sie können auch sagen, zeig mir mal kleiner oder gleich dem Mindestbestand, aber tu einfach mal so, als ob mein Bestand jetzt halt höher wäre. Demzufolge, oder das hat zur Folge, dass dann auch Artikel angezeigt werden, von denen vielleicht Bestand plus aufaddierte Menge da ist. Und Sie können auch sagen, ja, oder wo ich eben kleiner dem Mindestbestand bin. Mhm. Also wir sagen einfach mal so, kleiner gleich Mindestbestand plus 4. Wir haben für diesen Lieferanten schon den Musterartikel 3 und 2 bestellt. Wenn Sie jetzt auf den Musterartikel 3 klicken würden und würden hier sagen übernehmen, dann passiert gar nichts, weil der ist ja schon in der Bestellung drin. Wenn wir hingegen sagen, wir wollen diesen Musterartikel 4 auch noch vom Lieferanten bestellen, können wir hier sagen übernehmen. Ja, sehr schön, dass mir das auch passiert. Es war natürlich fast richtig, was ich Ihnen erzählt habe. Nur einen kleinen Gedankenfehler gemacht. Okay, kriegen wir schon. So, wenn wir den Artikel hier, es wird das übernommen, was hier natürlich in der linken Liste steht. Verzeihung, es war mein Fehler.
Wir müssen natürlich diesen Artikel erstmal in die linke Liste rüberbringen. Den bekommen wir wahrscheinlich durch einen Doppelklick rüber. Ja, dann sagt er was mal auf, wie viel willst du nachbestellen? Oder Sie klicken auf das kleine Plus. So, dann sage ich, ich brauche den 10-mal, 11-mal. Und jetzt kann ich auf Bestellen klicken, habe jetzt die Informationen in der linken Liste und kann nun sagen Übernehmen. Und jetzt wurde der Artikel 4 mit der Bestellmenge von 11 in diese Bestellung mit der Nummer 1 eingefügt. Verweisen möchte ich an dieser Stelle bitte auch auf die Lieferanten. Und zwar, bei den Lieferanten können Sie Zusatzinformationen hinterlegen. Natürlich hier sehr schön geschrieben, Mene Frima, sollte meine Firma heißen, auch nicht schlecht. bei Bestellungen können Sie hier einen Mindestauftragswert hinterlegen. Dieser Mindestauftragswert hilft Ihnen, und das ist wirklich cool, bei den Bestellungen zu überprüfen, ob denn der Mindestbestellwert beim Lieferanten schon erreicht ist. Denn es könnte ja sein, dass Sie bei Unterschreiten des Mindestbestellwertes höhere Frachtkosten zu tragen haben oder sonstige Nachteile haben. Oder der Lieferant sagt, nee, ich nehme den Auftrag ja gar nicht an. Wenn Sie jetzt sagen, ich will diese Bestellung versenden, dann sagt WabiProfi 3, hey, lieber Chef, Mindestauftragswert noch nicht erreicht, soll ich es trotzdem machen? Dann können Sie sagen, ja oder nein. Wenn Sie sagen, ja, ist mir egal, dann können Sie in der nächsten Abfrage bestimmen, wie oder ab wann die Lieferung denn bei Ihnen eintreffen soll. Denn manche Dinge terminiert man natürlich im Vorfeld, dann könnten Sie sagen, ab einem Datum, oder Sie könnten sagen, sofort. Wir sagen jetzt einfach mal ab Datum, und ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, ja, wir sagen den 1. Mai, ist zwar am 30. April, so machen wir es genau. So, und nun will er wissen, ja, wie soll ich das jetzt einfach auf den Drucker rausschicken, lieber Benutzer? Oder soll, wenn Sie Fritzfax installiert haben, und das ist cool, WabiProfi 3 kann direkt über Fritzfax faxen, also rausfaxen. Fritz-Karte kostet Ihnen, keine Ahnung, 10 Euro sowas. Und dann könnten Sie sagen, da schickst du mal raus, oder Sie könnten es dann per Mail direkt an den Lieferanten schicken. Also total cool. Und ich sage jetzt einfach mal, wir schicken es per Mail raus. So, hier können wir noch Zusatztexte hinterlegen, wenn Sie wollen. Für die Bestellung wohlgemerkt. Jetzt sage ich einfach mal übernehmen. Und nun hat WabiProfi 3 automatisch unser E-Mail-Programm aufgemacht und hat die Bestellung hier vorliegen, die Sie jetzt einfach an den Lieferanten senden könnten. Ja, will ich jetzt nicht speichern. Und jetzt ist diese Bestellung weg. Weg ist sie nicht, denn wir haben hier die Möglichkeit, die offenen Bestellungen uns anzeigen zu lassen und die versandten Bestellungen. Ja? Und hier haben wir die bereits versandten Bestellungen. Hier sehen wir auch Zusatzinformationen, die einem Artikel zugeordnet sind. Und nun könnten wir ganz, ganz einfach sagen, wir wollen diese Bestellung übertragen, und zwar in den Artikelstamm, indem wir auf den Button Übertragen hier klicken. Allerdings, es geht nur bei den versandten Bestellungen. Ja? Bei noch offenen Bestellungen können Sie nichts übertragen, klar. Also wir sagen, die Bestellung kommt jetzt gerade rein, und ich sage Übertragen. So, jetzt haben Sie eine Liste mit Ihren Bestellungen oder mit Ihrer Bestellung hier, und da können Sie mit Ihrem Lieferschein abgleichen, was ist denn gekommen. Denn es heißt ja nicht, dass wenn Sie zwei bestellen, dass auch zwei kommen. Es kann ja sein, dass der Lieferant sagt, ich habe nur einen von denen. Oder von dem Musterartikel 4 habe ich nicht 11. Also da sage ich mal, da ist nichts gekommen, da ist ja auch nichts gekommen, und von dem Musterartikel 4 sind nur 5 gekommen. Okay, wenn ich jetzt sage übernehmen, können Sie an dieser Stelle noch entscheiden, ob Sie wirklich Etiketten für diese Artikel benötigen. Das können Sie auch manuell hier machen. Ja, so, Etikett für alle Artikel anlegen, dann macht er alles und so. Und nun sage ich übernehmen. Ja. So, und jetzt schauen wir uns das im Artikelstamm einfach mal an. Wir sollten nun von unserem Musterartikel 4, hatten wir vorher 2 Stück im Bestand, plus die Zugangsmenge 5 sind 7. Rechtsklick drauf, Gegenüberstellung. Nun sollten wir das auch ganz eindeutig hier sehen, dass wir hier 5 Stück, einen Wareneingang hatten in Höhe von 5 Stück, und zwar am 21.02.2014. Auch 2 Stück im Wareneingang haben wir hier, weil wir den Artikel heute angelegt haben mit der Eingangsmenge 2 und wir in diesem Video diese Nachbestellung ja simuliert haben.
Also total simpel. Und das richtig Schöne daran ist jetzt auch noch Folgendes. Sie sehen auch noch, was offen ist. Das heißt, bei den versandten Bestellungen haben Sie nun auch alle Artikel aufgelistet, die noch nicht vollständig geliefert wurden. Und das ist cool, weil da sehen Sie, aha, von dem Musterartikel 4 habe ich mal 11 bestellt, 5 sind ja bloß gekommen, also 6 sind noch auf Rückstand. Und dann könnten Sie sagen, brauche ich nicht mehr oder sonst irgendwas. Und nun haben Sie die Möglichkeit, hier einfach auf Löschen zu klicken. Und dann können Sie sagen, was wollen Sie denn löschen? Dann können Sie sagen, den einzelnen Artikel aus der Bestellung raushauen oder die komplette Bestellung löschen. Jetzt sage ich einfach mal, den einzelnen Artikel will ich raushauen, weil ich den nicht mehr haben will, wie auch immer, und dann ist er weg. Dann haben Sie nur noch diese beiden Artikel auf Rückstand, also mit dieser angezeigten Menge. Ja, das ist total einfach, das ist wirklich total simpel und das macht Spaß. Und vor allem, Sie haben hier eine tolle Kontrolle über Ihre Bestellungen.